Du hast maximal 5 Sekunden. Oh, 5 Sekunden. Ja, ich fasse mich kurz, ihr wisst ja, ich laber manchmal viel zu viel. Deswegen ganz, ganz schnell. Worum geht es im kulturpolitischen Antrag? Es geht darum, zu zeigen, wie wichtig uns Kultur ist und vor allem, welche Ansatzpunkte wir hier haben. Das betrifft den Bereich, gerade in Bayern, transparente Kulturförderung. Wir wissen selber, in Bayern gibt es vor allem Leuchtturmprojekte, wie zum Beispiel in der Stadt, wo ich herkomme, Bayreuth, Richard Wagner Festspiele mit Millionen Subventionsbeträgen. Auf der anderen Seite, wenn es um Jugendkultur geht, gibt es gar nichts in Bayern. Es geht darum, dass wir Ideen entwickelt haben für die Vernetzung und Ressourcenbündelung, also überregional fördern, kommunal agieren. Es geht darum, dass wir eine nachhaltige Kulturentwicklung entwickeln, herausstellen möchten. Wir wollen kulturelle Zwischennutzung von Gebäuden ermöglichen. Wir wollen neue Kulturförderungsbereiche, die auch viel mit kultureller Teilhabe, mit Open Commons zu tun haben. Es geht darum, dass Kultur gerade auch in ländlichen Bereichen gefördert wird und da nicht nur eben die volkstümliche Kultur, sondern all das, was junge Menschen brauchen an Kultur. Es geht um die Nachwuchsförderung, es geht um die Förderung von Museen und Kunstsammlungen, all diese Bereiche. Aber, und jetzt kommt ein ganz wichtiger Bereich, ihr seid, einige von euch sind Videogamers, wir wollen auch, Sportförderung gehört ja zur Kulturförderung, auch den E-Sport fördern und eine Anerkennung dafür. Ja, das war mir klar. Es geht um die Spielekultur anzuerkennen, dass Spiele auch kulturell ein wichtiger Teil unserer Gesellschaft sind und natürlich in Bayern ganz klar Denkmalschutz transparent. Ihr wisst selber ganz genau, was unsere Landesregierung fördert, heißt nicht wirklich, dass es förderungsfähig wäre. Ich habe mich beeilt und ich danke euch vielmals. Bevor wir zu einer Aussprache kommen, habe ich einen Gegenantrag auf Meinungsbild. Wer sich vorstellen könnte, diesem Antrag zuzustimmen, bitte die grüne Stimmkarte heben. Wer dagegen ist, die rote. Damit teile ich den Antragsteller mit, dass wir die Einstimmigkeit dafür verfehlen. Und zwar sehr knapp. Gut, gibt es ansonsten noch Wortbeiträge hierzu? Schließung der Rednerliste. Gut, ich habe einen. Möchtest du noch was sagen? Kommentar. Ich finde das jetzt gut, dass Bruno diesen Antrag so vehement eingebracht hat. Ich muss natürlich auch was sagen, Bruno, du bist natürlich auch im Vorstand und du gehst jetzt auch mit einer gewissen Vorstandskraft natürlich da rein. Weil das finde ich schon, dass man das auch berücksichtigen sollte. Was ich merke auch. Ne? Gut, damit sehe ich, dass keine weiteren Wortmeldungen gewünscht werden. Bruno, möchtest du deine abschließende Stellungnahme abgeben? Ist nicht der Fall. Keine Zeit. Super. Gut, dann kommen wir zur Abstimmung. Wer dafür ist, bitte die rote Stimmkarte geben. Das war der zweite Verband. In der Oberpfalz habe ich nochmal gesagt, ich bin in Stimmung. Also, wer dafür ist, bitte die grüne Stimmkarte geben. Wer dagegen ist, die rote. Wir haben erneut knapp die Einstimmigkeit verfehlt. Wer war das? Ihr seid so der absolute Hammer. Ihr habt mich zuerst mal gewählt als politischen und jetzt noch dieses Geschenk. Hey, ihr seid die geilste Basis in ganz Deutschland. Danke. Der Antragsblock Liquid Feedback wird vorgezogen.